Moin, moin, meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ich habe was richtig, richtig Cooles bei Nanunana entdeckt. Und zwar einen Schneemann, den du selber, beziehungsweise den ihr selber in eurem Haus bauen könnt, ohne dass er schmilzt. Das nennt sich Schneemannknete, Do-It-Yourself-DIY, mit Accessoires zum Schneemann bauen. Und da fällt mir ja ein Lied ein, ne? Willst du einen Schneemann bauen? Na, wer kennt das Lied? Wer liebt nicht die Eiskönigin? Auf jeden Fall machen wir das Ganze einfach mal auf. Das ist einfach so ein kleines Päckchen. Hat übrigens 2,99 Euro oder 45 irgendwie so gekostet. Und da drin ist hier so eine Art Knete. Sieht aus wie Schleim mit Styroporkugeln. Und sogar so Accessoires. Da haben wir. Was haben wir denn da Schönes? Einen kleinen Hut. Your head up on Geweih? Warum ein Geweih? Ach, ich kann dem Schneemann entweder ein Geweih machen. Nein, das sind die Hände. Dann haben wir noch Knöpfe und geile Augen. Dann fangen wir doch mal an. Das ist jetzt schon voll klebrig. Ist das jetzt ein Schleim-Schneemann? Seht ihr, das ist so richtig so wie Schleim. Willst du einen Schneemann bauen? Los, komm und spiel mit mir. Ich sah dich schon so lange nicht mehr. Vermiss dich sehr. Was ist nur los mit dir? Wir waren wie Pech und Schwefel. Doch jetzt nicht mehr. Sag mir bitte nur, wieso? Willst du einen Schneemann bauen? Oder vielleicht was anderes bauen? Geh weg, Anna. Oder nicht. Disney geschädigt for the life. Aber ich mag Disney und ich werde auch nicht zu alt sein dafür. Ich finde, man ist nie zu alt für Disney. Was sagt ihr dazu? Ich verzweifle schon an der Tüte. Das ist, ich weiß nicht, das ist Schleim, glaube ich. Riecht auf jeden Fall sehr außergewöhnlich. Kann man das essen? Meine Standardfrage. Hier steht, es reicht für 2 Kugeln. Ich glaube, wir testen erstmal, was genau das Zeug hier ist. Also es ist auf jeden Fall so eine Art Schleim, Leute. Würde ich mal sagen, wir machen erstmal so eine lange Wurst. Und dann gucke ich mal, dass ich so ein Drittel für den Kopf nehme. So ungefähr. Und 2 Drittel für den Körper. Und jetzt formen wir erstmal den Körper. Und ihr könnt ihn dann einfach hinstellen. Und er schmilzt einfach nicht. Ey, wir müssen ganz, ganz viele davon kaufen, so einen XXL-Schneemann machen. So, das ist auf jeden Fall schon mal unser Körper. Und jetzt machen wir den Kopf. Let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow. So, und jetzt setzen wir das Ganze einfach zusammen. Ich hoffe, das funktioniert so. Ich forme den nochmal so ein bisschen. Bei mir darf der nicht zu fett sein, weil mein Schneemann ist halt nicht fett. Ich glaube, so machen wir das. So, ist mein kleiner Schneemann. Und jetzt gucken wir mal. Als erstes setzen wir einfach mal die Arme an den Schneemann. Das sieht irgendwie aus, gerade so andersrum, wie so ein Rudolf-Kopf. Andere Seite. Er ist irgendwie niedlich. Hallo, Schneemann. Knöpfe! Knöpfe! Er hat keinen Schal. Oh Gott, einmal so mitten ins Herz. Ein Knopf. Wir könnten die Knöpfe auch als Augen benutzen. Dann hat er aber keine Knöpfe. Dann mache ich doch die großen so und dann ganz unten mache ich so einen kleinen Knopf. Jetzt hat er schon mal Arme und Knöpfe. Und jetzt setzen wir ihm doch mal die Möhre auf. Oh, wie ein kleines Baby-Einhorn. Jetzt kommen die Äuglein. Und es sind Wackelaugen. Wackelaugen, wie geil. Wackelaugen. Oh, ich bin ein Piratenschneemann. Wo ist mein Hut und mein Schwert? Hä, wie süß ist der bitte? Er sieht aber aus wie so ein Fledermaus. Und jetzt setzen wir ihm noch den Hut auf. So. Oh, ist der niedlich. Oh, ist der niedlich. Hallo, ich bin Olaf. Und ich liebe Marmeln. Und wisst ihr, was ich am liebsten wissen will? Wie Sommer ist. Wenn es so schön warm ist. Und wenn alle draußen spielen. Ja, Marvin, hüpf auf der Wiese wie ein Kind.
Ich wäre bestimmt knackig braun im Sommer. Yay! Wie findet ihr meinen Schneemann? Gebt mal von 0 bis 10 Punkte. Ich finde den irgendwie niedlich. Ich weiß nicht, wie lange das hält, ohne dass es austrocknet jetzt, weil das ja so eine Schleimknete ist. Aber cool! Ich finde ihn cool. Also, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das kostenlos tun. Manche fragen nämlich, ob YouTube was kostet, das Abonnieren. Und es kostet nichts, also macht es und dann verpasst ihr nichts mehr auf meinem Kanal, wenn ihr noch die Glocke aktiviert. Und ich würde mich auf jeden Fall darüber freuen. Ich freue mich auch über jedes liebe, süße, nette Kommentar, welches ihr unter meine Videos schreibt. Ich lese alles, ich like alles, ich kommentiere eigentlich meistens alles. Oder später, wenn ich Zeit dafür habe. Auf jeden Fall grüße ich jetzt noch zwei von euch. Heute grüße ich Gusein. Gusein. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber liebe Grüße an dich. Und dann grüße ich noch Christina. Liebe Grüße auch an dich. Ich wünsche euch einen ganz, ganz, ganz tollen dritten Advent. Denkt dran, bald ist Weihnachten. Ich hoffe, ihr habt schon alle Geschenke. Ich hab euch ganz doll lieb. Ciao, Kakao.